Nehmen Sie meine Hand! Und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von The Wolfenstein. New Order. Wir sind angekommen bei dem deutschen Kontrollpunkt oder halt vollmäßig. Wir nach Deutschland kommen. Nicht sicher. Sie töten. Wir müssen die einnehmen. Hier! Ich bleibe beim Wagen! Nein! Unten bleiben! Wir warten hier auf Sie! Töten Sie alle! Ich finde den Großvater richtig cool, Mann. Töten Sie alle! Schweine, euch mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Guckst du? Den hat er aber weggefetzt, ne? Ja, ja, okay, Opi. Mach schon. Bin ich der Schnellste. Wuchs in Bergen des Südwesten Polen als ältester von 5 Brüdern und 4 Schwestern auf. Sein Vater war ein Ziegenbauer, der nach seinem Tod führte Roman sein Gewerbe fort. Obwohl er tief religiös ist, folgt er nun einer einzigen väterlichen Regel. Behandle andere Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Ja, Friedrich Keller, bla bla. Ein bisschen Background-Informationen zu hören von manchen Leuten. Sehr interessant. So, sind wir anscheinend hier so katakombenmäßig. Halt einfach. Oh. Auflassen. Liebe es, Stealth zu spielen. War knapp. Zick, zack. Wähle ab. Eieiei. Dann schauen wir mal. Was ist denn das da? Ey, frech. Hab ich. Müsste der Kommandant sein. Immer erst den Kommandanten töten, weil sonst kommt Verstärkung. Und das wollen wir ja nicht. Hier ist anscheinend nur Verpflegung. Hier geht's oben. Hier mache ich die Tür auf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dahinter ist jemand. No risk, no fun. Oh. Cool. Hier. Scharfschütze? Scharfschütze spielen? Da ist er oben ein Scharfschütz. So gesagt. Ein Scharfschütz zu spielen. Alter. Ist natürlich schade. Hi, ja. Können wir erstmal nach dem Kommandanten ausschauen, oder? Soldat. Wollen wir? Ich kann darüber. Aber 17 Meter hier ist noch der Kommandant. Ah! Guck mal, wie gut ich bin. Jetzt kommen wir mal wegen rüber. Oh, aber nicht, wenn der da ist. Bist du taub? Kommandant ausgeschalten ist, dann können wir gerne hier hier ist auch ein Scharfschützengewehr. Damit Scharfschützengewehr. Himbo Scharfschützengewehr. Da. Boah, der war aber smooth. Patient massakriert ganze Anstalt. Ah, das ist wahrscheinlich die Anstalt bei uns und dann wurde gesagt, ja, ein Patient war das und so. Halt vertuscht, ne? Ja, die Hauptstadtmädels, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Aber stellt euch mal vor, Deutschland hätte halt wirklich gewonnen und das wäre dann so, wie es jetzt ist. Kann ich mir gut vorstellen. Komm ich hier wieder hoch? Ja, nee, was zum.
Der Bassmove, würde ich mal sagen. Schön das deutsche Brot essen. Zack. Hopp, hopp. Die können gar nichts. Ich mach die platt. Oh, schön zum Trainieren und so. Schon scheiße der Job hier zu hier leben zu müssen. Weg von jedem. Wäre gar nichts für mich. Bin ich ehrlich, ich bin gerne unter Menschen und nicht unter meinen Arbeitskollegen. Ja, dann gehen wir mal hoch und nippen ein wenig. Aber hier haben wir anscheinend dann, glaube ich, alle weg. Ein bisschen Snipey, Snipey. Aber so ein Schalter einfach für Sniper wäre halt echt gottlos. So, das wär's. Das war der eine? Und hier ist sogar ein Minigun gewesen. Das ist ja noch krasser als. Boah, Junge. Oh! Mann. Ich dachte, ich kann die ganzen Melonen essen. Wäre ich auch drüber gewesen. Oh. Ich habe ein goldenes Ei gefunden. DJ Blaskowitz, Mann. Ich glaube, bei dir ist alles aus Gold. Mann. Wo muss ich jetzt hin? Soll ich weiter vor oder wieder zum Wagen? Ich glaube, ich muss zum Wagen, ne? Mann. Mit dieses Hin und Her. Ist hier irgendwas? Zack, 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 zum Glück ist dieses Spiel, dieses Spielstil halt einfach schnell. Liebe es. Oha. Guten Tag, Großmutter. Passen Sie auch mit Ihrer Blende. Das hat jetzt nichts gebracht, glaube ich. Guter Schuss für eine Dame Ihres Alters. Ich hab nicht mal gehört, dass sie geschossen hat. Ey! Ich hasse es. Ich muss mal schauen, wie Granaten auch schnell gehen. Oh. Bin ich weggelaufen? Ich bin direkt hier. Ich gewartet. Du sagst, dass ich weggelaufen bin. Hier noch irgendwas, irgendwie noch mehr Gold, gute Judengold, was die geklaut haben. Okay, das ist zu makaber. So, eigentlich war doch früher so. Ich genug Filme angeschaut, damit ich das weiß. Bam, bam, bam. Aufzug? Kein Aufzug. Immer muss ich laufen. Habe ich nur einen Schalter im Kopf? Bin ich doof. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh oh. Ein Terrorist? Weg mit euch! Zack. Ein Terrorist. War schon lustig. So. Weiter geht's. Oh. Kann ich wieder Stealth spielen? Den Strom ausschalten, dann alle so massakrieren, wäre doch auch da.
Ja, komm rein, komm rein. Der mich gehört. Okay, guck ich auch noch. So, gehe ich mal weiter. Unten. Haben die hier gebaut, Mann? Ganze Operation Basis, Mann. Wie merkwürdig, wo bist du überhaupt? Da warst du, ich habe dich gar nicht gesehen. Boah, komm, Kimo Action, habe ich richtig Bock drauf. Komm. Da bist du, Mr. Kommandanto. Mir egal, ich hau die jetzt alle weg. Komm her. Oh. Ey, das ist unfair. Stopp, 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 stopp. Oh mein Gott. Ich rede nicht drüber. Wir reden dann nicht rüber. Umgefallen. Hingefallen, da war so Banane auf dem Boden. Auch ein neues. Geht doch. Alter. Und dann ist tot. Fuck, Mann. Richtig scheiße, sich hier irgendwie zu verschanzen. Das hast du jetzt nicht gerechnet, ja? Ich noch irgendwas. Irgendwie Gold oder so. Guck mal, ich versteck mich. Nicht hoch. Bam, bam, bam. Komm ich hier hin? Aber kann man hier überall durch oder was? Ja, moin. Ich muss doch irgendwas geben, außer Heilung. Braucht das feinste Gold. Was? Ah, ich muss wahrscheinlich auf diesen Rohren klettern. Nee, das war's hier. Also das fand ich jetzt echt unnötig. So, jetzt schauen wir mal. Du hast mich. Ist hier irgendwas, was ich vergessen habe? Erste Hilfe. Ist ganz wichtig. Das Problem, ich bin runtergefallen. So, ich muss da wieder hoch. Also. Den Aufzug irgendwie wieder runterbringen. Ich frage für einen Freund. Also war ich jetzt zu gierig, dass ich nicht mehr. Ach, was hat er da? Da ist nur Munition. Ach Gott, da ist irgendwie feinstes Gold oder so. So, wir müssen das in der Folge jetzt noch mal hier hinbekommen. Den Kontrollpunkt hier einzunehmen. Irgendwann mal. Ey. Reim mich nicht an. Alter.
Taxi, Taxi. Bam. Weiter geht's. Zack, zack. Bam. Braucht man eine dicke Wumme, Alter. Ich hab hier Akimbo-Scharfschützengewehre. Ey. Hab ich vergessen. Ich schrei noch lauter, damit die Nazis noch Albträume kriegen. Hier machen wir mal Rambo-Action, oder? Ein Rambo-Mambo. Oh ja. Yeah. Mach sie alle platt. Oh, ich liebe die Minigun hier. Ist ja viel, viel geiler als die von vor ein paar Jahren. Ey. Aua, aua, aua. Und ist er. Oh, oh. Aua. Hä? Verbinden ist mit Nachladen. Warte mal. Ich muss da drauf nachladen. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Mit euch. Diese Drohnen, die sind so nervig, ne? Wir müssen jetzt mal hier den Kommandanten suchen. Statt verschanzt sich nämlich nur. Den müssen wir jetzt hier wegklatschen. Ja. Durch die Rüstung durch. Da bist du. Oh, keine Verstärkung mehr. In richtige Stahl-Nazi-Kisten. Bam! Oh. Ich fühl von der ist daran gestorben. Ist irgendwas? Melde es sofort, verdächtiges Verhalten. Früher wurde man ja wegen jeder Kleinigkeit festgenommen. Man konnte einfach sagen, so, ja. Mein Nachbar, der mag Hitler nicht, der hat gesagt, Hitler stinkt und dann wurde er schon eingekerkert und dann, oh, was halt so mit Gefangenen passiert im Zweiten Weltkrieg. Es war schon krank früher. Umso glücklicher sollten wir schätzen, jetzt hier zu sein. Auch nicht wirklich besser, aber zumindest nicht so grausam. Bam. So, westlichen Bereich habe ich dann auch gesäubert. Hier müsste doch irgendwo irgendwas liegen, oder? Hier in den Toiletten. Eins ist Nazi-Gold. Komm. Wie ist besetzt? Ist jemand eingesperrt, weil er Angst hat? Hoch. Hätte ich auch Stealth-Modus machen können, aber sind wir mal ganz ehrlich, so draufballern in Wolfenstein ist auch viel geiler. Irgendwas. Nix, kein Gold, kein Nazi-Gold, kein Blutgold, nix. Da ziemlich frech. Öffnen auf der anderen Seite, okay, hier kann man noch rein. Hoffnung stirbt zuletzt, Jungs und Mädels. Nee, anscheinend nicht. Also andere Seite gibt es ja auch nicht. Vielleicht von innen andere Seite kann man das kaputt machen. Uiuiuiuiui. Wie komme ich da rein? Eine Granate? Oh. Hä? Aber sieht doch so aus, als könnte man es öffnen. Bin ich jetzt gleich. Egal.
Wir fahren jetzt weg von hier. Oh mein Gott. Oh mein Glück schon wieder, ey. Mama. Ach Gott, nein, das ist leer. Oh nein. Geh weg. Aua. Ich weiß nicht mal, worauf ich da schießen soll. Anscheinend habe ich es geschafft. Ey, wie viel Schuss hast du denn? Das ist unfair. Ey. Bitte, Bro. Oh mein Gott. Das ist ja unfair gewesen. Aber ich bin BJ Blazkowicz. Motherfucking BJ Blazkowicz. Mit hier noch. Zack. Wir verpassen den Zug. Die Zugtickets. Hey, dann seid ihr weitergefahren. Hab ich alleine gelassen, Mann. Ich hätte sterben können. So, Omi. Los. Anja, wir beide. In einem Zug nach Berlin. Okay, ganz ruhig, Blazkowicz. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee rollt. So. Einfach zurück zu... Aber das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das Ganze genauso feiert wie ich. Und ja, dann haut rein und ciao, Leute.